Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich filme gerade wieder mit der alten Kamera, weil mein Mann heute Morgen losgelaufen ist, sich meine Vlog-Kamera geschnappt hat und meinte, ja, er fährt jetzt rüber zum Architektenhaus und er möchte da so ein bisschen die Kamera mitnehmen, Community mitnehmen bei dem, was er heute tut. Er meinte, er muss dieses gesamte Wochenende so viel tun drüben im Architektenhaus. Ich weiß nicht, er will da, ich glaube, den Garten nochmal tipptopp machen, aufräumen, Unkraut machen, essen. So ein Gartenmensch. Und ja, da hilft ihm jetzt mein großer Sohn, der Johann, weil er schon ordentlich auch wirklich mit anpacken kann. Also er ist schon so groß und stark und ich bin so stolz auf ihn, dass er wirklich seinem Vater schon ordentlich unter die Arme packen kann. Die Mädels sind alle noch zu Hause. Clara hat sogar noch ihre Freundin hier. Sie hat nämlich spontan gestern noch hier übernachtet. Sie waren auch gerade schon beim Reiten gewesen und jetzt wollten sie eigentlich noch weiter sich verabreden, aber ihre Mami kommt gleich schon zum Abholen. Leider, leider. Sonst hätten sie noch in den Pool springen können. Ja, ich werde jetzt Proviant vorbereiten, denn meine Männer haben Hunger. Deshalb werde ich jetzt einfach ein paar Brötchen schmieren. Mädels im Garten, ne? Gibt es schon wieder was zu erzählen da im Garten? Klatsch und Tratsch. Die beiden Mädels haben sich auch wirklich gesucht und gefunden, haben komplett dieselben Interessen. Tiere stehen da ganz weit oben und Kräuter, alles was man so im Garten verwenden kann. Auch wenn sie irgendwelche Verletzungen, sage ich jetzt mal, haben, so einen kleinen Ratscher oder so, dann kommt schon direkt entweder Clara oder eben die Freundin und du verheilt es. Und wusstest du eigentlich, dass man Wunden mit sauberen Spinnennetzen, so, ich glaube, das ist so ein pflasterähnlichen Effekt soll das geben. Auf jeden Fall sind die Mädels jetzt immer auf der Suche nach frischen, sauberen Spinnennetzen und dann sammeln sie sie auch irgendwie. Das habe ich noch nicht verstanden, aber ja, dann haben sie das auf Vorrat und falls es mal wieder eine Wunde gibt, dann gibt es das da drauf. Dass man nicht alles dazulernt bei so kräuterverrückten Mädels. Tomaten haben wir auch noch. Ein bisschen Fingerfood auch für mein Baby. Oh mein Gott, Anastasia isst im Moment so viel. Ich komme da gar nicht hinterher. Also sie isst Frühstück und dann braucht sie eigentlich auch schon direkt eine Zwischenmahlzeit. Und dann kommt das Mittagessen und dann hat sie auch direkt danach wieder Hunger. Also sie ist quasi die ganze Zeit am Mampfen. Man merkt wirklich, okay, sie ist am Wachsen. Sie braucht jetzt viel Energie, viel Nahrung. Und ich muss quasi wirklich ständig immer was für sie mit dabei haben. Egal, ob das jetzt ein Brötchen ist. Also wirklich nur, wenn ich sonst nichts da habe. Aber ansonsten habe ich immer Gemüse für sie klein geschnippelt dabei. Oder auch diese, oh mein Gott. Die Mutter von ihrer Freundin ist da. Ich muss mich jetzt mal kurz kümmern. Ich bin fertig. Ich habe alle Brötchen hier schon wieder reingepackt. Fertig belegt mit Tomate, mit Salat und dann noch ja, einen riesen Pott voller Blaubeeren. Meine Kinder sind verrückt danach, lieben das zu futtern. Dann noch ein bisschen Gemüse auch noch mit eingepackt. Das gehört auch noch dazu. Ich wollte eigentlich noch Häuschensoße mit reinmachen für die Gurken, aber wir haben, glaube ich, keine Häuschensoße mehr. Deswegen bleibt es einfach dabei. Dann nehme ich, glaube ich, noch Kuchen mit. Da habe ich noch ein paar Stück. Ich habe ja wieder gebacken. Vielleicht nehme ich dann noch ein bisschen Obst mit. Apfel, Banane und Schokokroissant habe ich, glaube ich, auch noch. Genau, aber das reicht dann, glaube ich, auch. Ist ja nur noch für die paar Stunden jetzt, die wir drüben sind. Aber meine Kinder futtern und gerade Anastasia braucht immer was zu futtern. So, wir fahren jetzt rüber. Ich bin gespannt, was Justus schon geschafft hat. Hallo, heute werden mein Sohn und ich. Hallo. Und ich glaube, Nancy kommt auch nachher dazu. Wir werden heute hier alles richtig schön machen. So ein paar Ecken, die die anderen Arbeiter nicht übernehmen können. Zum Beispiel diese Pumpe zu installieren, also dass sie dann fest steht. Ein kleines schattiges Plätzchen haben wir uns auch schon aufgebaut. Ja. Da können wir uns doch hinlegen. Und es ist so heiß, dass wir definitiv in den Pool springen werden, obwohl er noch nicht so richtig warm ist. Also der ist so
21 Grad warm. Das ist relativ frostig. Aber heute soll es nur Sonnenschein geben. Das heißt, wir werden richtig aufgeheizt werden. Und der Pool wird dann die willkommene Erfrischung sein, würde ich mal sagen. Seit dem letzten Mal ist noch ein bisschen was dazugekommen. Zum Beispiel ist hier die Sandkiste weitgehend fertig. Nancy hat sich beschwert, dass der Sand immer noch nicht weiß genug ist. Aber das liegt an dem Lehmanteil. Also der wurde schon gewaschen. Das ist gewaschener Sand. Und wenn der jetzt noch ein paar Monate da liegt, dann wäscht sich der Rest des Lehms auch raus. Das heißt, er wird noch heller werden. Hier sieht es schon schöner aus, aber immer noch chaotisch. Das ist dieses Steinbeet für den Bonsai-Garten. Und hier ist noch die Pumpe. Das ist alles noch zu lang und das ist auch eine der Arbeiten, die ich heute machen werde. Ich werde die Pumpe jetzt hier drin versenken. Und Johann darf sich Arbeiten aussuchen. Und wofür hast du dich entschieden? Für Sichelarbeiten. Ja, viel Spaß dabei. Aber kriegst du noch eine Schutzbrille von mir? Warte mal. Ja, das ist das Holzdeck für die zweite Terrasse. Hier verschwindet ja die Terrasse aus dem Sichtbereich, sodass man, wenn man nach draußen guckt, dann nicht auf die Terrasse starrt. Ja, und wir werden heute diesen armen Bambus werden wir einpflanzen. Und zwar nach da oben. Und da muss jetzt erstmal alles freigeräumt werden. Und das ist die ehrenvolle Aufgabe von meinem Sohnemann. Ja, das ist Rucola. Das ist Salat, ja. Ja, das war ich. Ich nehme Drittel. Während Joran hinten seinem Wunschtraum nachgeht, will ich jetzt die Pumpe zurückschneiden. Mein Problem ist einfach nur, dass es hier so ein Rückschlagventil, das heißt, das Wasser steht bis hier oben und wird dann ganz einfach abgesaugt von der Pumpe. Wenn ich das jetzt hier abschneide, ja, dann fällt das Wasser zurück ins Grundwasser und ich muss es dann wieder anpumpen. Und ich hoffe, das funktioniert, weil die Pumpe ist schon ein bisschen, na, die hat so einen kleinen Schlag abgekriegt. Okay. Also das ist das Rückschlagventil und ich muss etwa, das sind ja 15 cm, hier muss ich etwa hin, dann nochmal 15 cm dran. Also hier, ziemlich weit unten, muss ich das jetzt abkürzen. Sehr sicher? Ja. Man hört richtig, wie das Wasser zurückläuft. So, als nächstes muss ich die Manschette hier abkriegen. Das geht ganz einfach. Mit dem Ding. Kommst du gut zurecht, Johann? Ich habe ihn selber drauf geschraubt, also ich müsste ihn eigentlich auch wieder runterkriegen. Johann? Ja? Ich brauche deine Hilfe! Gott sei Dank habe ich einen kräftigen Sohn. Ich brauche deine starken Arme. Ja. Und zwar, wo ist das Ding hier? Auf die Fette. Und jetzt. Ah, super, sehr gut. Nochmal. Zusammen und jawohl. Jetzt kann ich glaube. Danke, Joa. Ja, es ist gut fest. Kannst du es ja in irgendeine Ritze klemmen oder so. Das geht doch mal ab hier! Blöd! Soll ich dir helfen? Ich bin nicht stark genug. So, jetzt hier.
So. Soll ich hier noch weiterhelfen? Nee, jetzt kannst du ruhig deine Sachen weitermachen, wenn du möchtest. Oh Gott. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Echt toll. Also einen großen Sohn zu haben, ist echt was Tolles. Während Johann jetzt seine erste Erfrischung zu sich nimmt im Pool, bin ich hier auch schon ein Stückchen weiter gekommen. Boah, ist ja schön. Ich komme auch gleich dazu. Jetzt habe ich sie da angeschlossen. War ganz schön knapp. Also ich hätte ruhig noch ein bisschen kürzer abschneiden können. Strom ist schon drauf. Ich habe es schon angegossen. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob das Ding auch funktioniert. Theoretisch müsste da gleich Wasser rauskommen. Wenn das nicht so ein Stoppventil ist. Das, was ich jetzt mache, muss ich dann nie wieder machen. Also bei der anderen Pumpe ist es auch so, dass ich das einfach nur anmachen muss, einmal im Leben. Und dann läuft das für die nächsten 10 Jahre. Da kommt was, da kommt was. Wichtig ist eigentlich nur das da. Sieht er jetzt gerade was von unten? Nein, tut er nicht. Noch nicht. Oder, oh, ich glaube, da kommt gerade was. Ich starte nochmal neu. Ja, hey, ich höre irgendwas. Ja, man sieht es kaum dadurch, aber er zieht jetzt gerade aus der Tiefe das Wasser. Und da kommt auch das Wasser raus. Ja, ist aber wirklich zu hoch. Ja. Perfekt. Also das ging jetzt einfacher als gedacht. Ich bin glücklich. Ich habe ein paar Spritzer abbekommen und die Kamera auch. So. Okay, sehr gut. Es hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Jetzt kann ich das Ding zumachen. Also vorher. Und jetzt wird die aufgeräumt. Dann haben wir gleich ein Nachbild. Nein, brauchst du nicht. Nein, geht schon. Die Lücke bleibt natürlich nicht für immer bestehen. Die brauche ich nur jetzt, solange der Anschluss da unten ist. Nachher ist alles unterirdisch. Dadurch dieses Rohr gehen nachher die ganzen Wasserleitungen durch. Aber das wird erst in 2-3 Wochen gemacht. Und bis dahin brauche ich so einen provisorischen Zugang. Aber jetzt kann ich einmal gucken. Na gut. Jetzt müsste es eigentlich auch funktionieren. Also man hört die Pumpe noch. Aber auch nur, weil das Ding offen ist. Später hört man sie nicht mehr so gut. Sollte sie trotzdem noch doll zu hören sein, werde ich von unten noch eine Isolation, eine Schallisolation dran machen. Dann hört man wirklich nichts mehr. Und das Tolle ist, wenn man so eine Pumpe da drin versenkt hat, also ich habe die Erfahrung gemacht schon bei dem anderen Haus, man braucht dann nicht mehr ranzugehen. Also das ist dann drin und von oben verwildert schon wieder alles. Also man braucht nicht mehr dran zu gehen und kann auch überwintern, weil so weit runter geht der Frost auch nicht. Also ist eigentlich sowas ist wirklich perfekt. Kann ich nur weiterempfehlen. Als nächstes kommt das hier dran, der Wasserfall. Ja, wie mache ich das am besten? Ich habe nur 2 Versuche. Wenn das scheitert, dann habe ich keine Platten mehr. Dann muss ich mir was ganz anderes einfallen lassen. Leben. Ich bin pünktlich gekommen. Meine Männer hatten großen Hunger. Mein Sohn sitzt da schon. Habe ich das schon gezeigt? Die Fensterbank, meine Durchreiche, ist jetzt endlich fertig. Also es ging ja leider nicht mit derselben Platte wie in der Küche, aber es ist jetzt so eine ähnliche. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, und die Stühle sind auch schon da für die Bar.
Die Kinder sitzen da auch schon, ne? Klappt ja schon mal super. Das. Danke, dass du mitgebracht hast. Ja, Justus hat auch großen Hunger. Ganz viel geackert schon heute. Und hier drüben, habe ich dir auch noch gar nicht gezeigt, ne? Haben wir hier schon so ein paar liegen. Habe ich jetzt gerade eben auch noch das Planschbecken von Anastasia mitgebracht. Sie liebt es ja Wasser und da drin ist ein bisschen schwierig für sie. Wo ich habe noch was für sie. Das hier, das ist so ein kleiner Schwimmreifen, aber da kann sie drin sitzen. Muss man natürlich trotzdem dabei sein, aber ja, ich würde das mal ausprobieren. Vielleicht ist das ganz gut für sie. Aber ansonsten kann sie da in ihrem kleinen Planschbecken sein und Clara da im Schatten von unserem schönen Apfelbaum, der auch zum Glück geblieben ist von den ganzen Pflanzen, die hier ja weichen mussten, leider. Sandkasten habe ich ja auch noch nicht. Guck mal, ich habe noch gar nichts gezeigt. Hast du schon gezeigt eben? Bisschen was. Nicht, dass ich hier alles... Nee, ich habe mich hauptsächlich konzentriert, was wegzuarbeiten. Schau dir das mal an, was Justus geplant hat. Das ganze Holzdeck hat Justus ja geplant. Und auch Sandkasten ist jetzt auch schon mit Sand befüllt. Schon extra Sandspielzeug mitgebracht. Rankräume oder Rankbögen habe ich jetzt auch da. Ach so. Die darfst du nachher zusammenbauen, wenn du möchtest. Mhm. Ja, ansonsten geht es da schon weiter. Guck mal, wie schnell die waren hier mit diesem Holzdeck. Mega, oder? Geht's hier weiter. Und dann wollte Justus hier unbedingt Schotter. Hm? Ist ja überhaupt nicht mein Ding, aber... Das ist blauer Kiesel. blauer Kiesel, siehst du? Und da kommen da Pflanzen rein. Mhm. Justus Bonsai-Garten. Mein Mann, ich liebe ihn ja über alles, ne? Und er kann das auch richtig gut mit Pflanzen und so. Aber Bonsai-Bäume hat er bisher immer nicht so richtig lange zum Leben erhalten können. Oh nein, mein Hut habe ich gerade schmutzig gemacht. Mit der Schokolade, ich bin so ein Dovel. Guck mal. Oh. Mein Hut. Habe ihn ja gerade nicht so richtig auf, aber wenn ich ihn auf habe, sieht das richtig gut aus. Haben mir schon ganz viele auf Instagram geschrieben, dass ich aussehe wie eine... was haben die geschrieben? Aus der Royal Family sehe ich damit immer aus. Ja, auf jeden Fall ist das auch schon, ne? Mega. Und jetzt essen wir erstmal und trinken. Ganz was, es ist so heiß heute. Wir wollen gleich noch in den Pool. Ich glaube es immer noch nicht. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt wirklich hier sitze, liege. Ich liege, siehst du das? Auf der neuen Liege am Pool. Nach diesen ganzen Strapazen vom Hausbau. Ja, ist das gerade die Wirklichkeit? Justus macht noch diese Dusche da fertig. Die habe ich dir schon gezeigt. Da kommt dann Wasser von oben in den Pool rein. Das müsst ihr unbedingt heute fertigstellen, weil das sah immer so nach Baustelle noch aus. Und das kann er immer nicht sehen. Also er muss das immer gleich sofort ändern. Und dann, ja, machen wir noch einen Pooltag heute hier. Ich springe gleich natürlich noch rein. Clara ist schon drin. Ja, Clara ist schon fast drin. Man muss sich immer erstmal an die Temperatur gewöhnen. Hast du eigentlich warm gemacht? Ja, es ist schon 23 Grad. 23 Grad Wasser. Okay. Ist die Platte so schwer? Ja. Echt? Okay. So, Justus hat jetzt diese ganzen Löcher da gebohrt, damit das auch alles passt. Und wir hoffen jetzt, dass es auch wirklich passt. Passt. Ja? Weißt du nicht, ich werde es dran kriegen. Das ist nicht schlimm, Elisa, ein paar Fliegen. Die Männer haben heute echt viel geschafft, gearbeitet. Bei dem Wetter richtig dolle. Ja, okay, ich zeig's. Justus möchte unbedingt, dass ich das festhalte. Wie mache ich das jetzt drauf? Ich muss das nochmal. Justus wollte unbedingt so eine Dusche haben. Die war eigentlich, ja, wie soll man sagen, nicht so geplant. Doch. Deswegen musst du es ja auch alleine machen, oder? Naja, das ist mir anders vorgestellt. Ich glaube, wir müssen es hier weiter nach weggraben. Ja. Die Platte muss schon reinpassen. Ich überlege gerade. Also ich muss das jetzt so einpassen. Die Platte jetzt schon drin. Soll ich den Schlauch verrücken? So ein Stück nach vorne, ne? Der Schlauch. Ja, kriegst du deinen Arm da noch raus, siehst du's? Nee, jetzt, das ist eine gute Idee. Von hier aus kann ich mich immer gut steuern. Ja, du bleibst einfach da. Ja, warte mal, ist jetzt fest? Brauchen wir auch keine Elektronik mehr. Ist das fest? Eins zurück. Ach so, arretiert schon. Zurück, Johann. So. Ja. So. Ja. Jetzt nehme ich mal ganz kurz meine Hand raus. Und? Ja. Oh Gott, was machst du denn immer für Sachen, Justus? Ich glaube nicht, dass man das normalerweise macht, so auf einer Baustelle. Jetzt kommen noch die Schreibschirme. Jetzt kommen die Schreiben. Jetzt muss ich nur gucken,
es ist ja eigentlich so geplant, dass ich das jetzt kippen kann. Was zur Wartung. Nur 5 Stunden später. Mein Mann hat es echt geschafft. 5 Stunden, das waren 5 Minuten höchstens. 5 Minuten, naja. 5 Minuten. Aber ja, er hat es echt geschafft. Und jetzt wird zum ersten Mal aufs Knöpfchen gedrückt. Es läuft. So, und jetzt reinspringen, Justus. Das hast du dir verdient. So, dann zeige ich jetzt nochmal hier ganz genau das Tageswerk von meinem Mann. Du weißt ja noch, wie das hier vorher aussah, ne? Also irgendwie so drauf. Ist jetzt auch noch ein bisschen uneben, aber das wird noch gemacht. Hauptsache, es passt jetzt alles. Das Ding ist wirklich dran geschraubt. Oh mein Mann, Abkühlung für meinen hart arbeitenden Mann. So, und jetzt da drunter, Justus. Das ist nicht mehr kalt. Ja. Genieß mal deine Dusche. Also, perfektes Wetter, so, so schön. Ich bin so glücklich, so dankbar. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis dann. Tschüss.